Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Es geht um den Euro-Kanadisch-Dollar. Dieses Video ist sowohl kurz-, mittel- und langfristig. Also hier kann sich jeder sein Stück rauspicken, was er denn gerne möchte. Fangen wir mit dem Chartmuster an. Ich habe hier den Daily-Chart geöffnet und zu sehen ist hier eine Seitwärts-Range, begrenzt durch dieses obere grüne Feld und das untere grüne Feld. Wir hatten bereits diesen Fehlausbruch Long und diesen Fehlausbruch Short. Tatsache ist, dass wir auch diese absteigende Trendlinie haben und somit bildet sich nicht nur diese Seitwärtsrange, sondern auch ein absteigendes Dreieck. Ein weiteres Short-Signal, wenn das getriggert wird, dann haben wir ordentlich Platz. Ich wechsle mal fix auf den auf den Weekly Chart, das reicht aus. Hier haben wir unsere Targets. Das hier ungefähr 400 Pip Entfernung ist das mittelfristige Ziel und das langfristige Ziel ist hier und gut und gerne 800 Pip. Alles auf jeden Fall machbar. Schauen wir uns an, was denn dazu führt. Zunächst einmal müssen wir uns unbedingt diese EMAs einzeichnen. Das ist der 200er und 237er im Weekly Chart. Wieder Wechsel auf Daily. So. Ich habe für die Targetbildung die Projektion, also als erstes die Projektion dieser Sideways Range genommen. Für das mittelfristige Ziel kommen wir in den Bereich. Wir können hier auch nochmal auf den Weekly Chart wechseln und eine Horizontallinie erfassen. Nehmen wir beispielsweise die 1,36, das ist eine glatte Zahl. Oder nehmen wir die 1,36, 1,36 und so weiter. Ein bisschen höher. Und auch der Bereich, diese vielen Unterstützungen, 1, 2, 3, 4 haben wir hier an der Zahl, 5 sogar, liegen bei 1,37. Das ist das mittelfristige Target. Und langfristig haben wir es hier mit den, 1,33 zu tun. Auch wieder markieren. Und zusätzlich den oberen Bereich, weil wir wieder so eine kuriose Zahl, die nehme ich immer gern. Das sieht immer fein aus. Und macht auch Sinn, das sind ja auch wieder solche abergläubigen Zahlen, so 1,4444 Periode oder 1,3 Periode etc. So, haben wir unsere beiden Targets. Wieder zur Targetbestimmung. Also als erstes, wie gesagt, die Projektion der Seitwärtsrange führt uns in das mittelfristige Ziel. Und die Projektion der Seitwärtsrange plus den Stab, der zu dieser Range geführt hat, das entspricht auch der Höhe des absteigenden Dreiecks. Projiziert auf die potenzielle Ausbruchskante sind wir hier bei dem langfristigen Ziel. So, schauen wir mal die Fibo Expansion an. Die legen wir hier an, hier zu diesem Tief und rauf zu diesem Hoch. Und da haben wir als Bestätigung das erste Level bei 123,6. Und Tatsache ist, dass gerade weil das 123,6er Level ist, bestätigt mich in der Annahme, dass wir hier noch weiter runterkommen. Denn das 23,6er Fibo gibt es im Allgemeinen immer einen kleinen Abpraller, der aber letztendlich dann doch zum Durchbruch führt, denn das ist ein sehr schwaches Fibo-Level. Ein starkes Fibo-Level ist beispielsweise hier dieses 61,8er bzw. 161,8er, 38,2er, 150er. Beziehungsweise 50er, das sind so starke Level. Also hier können wir dann sicherlich, sehen wir sicherlich auch Reaktionen. Und letztendlich das langfristige Ziel hier bei den 161,8er Retracement, das ist unser Target. Nehmen wir die Expansion wieder raus, das war eine unserer Bestätigungen. Und gehen mal in den H4 Timeframe. Hier haben wir mittlerweile einen Double Top ausgebildet. In dem Bereich der... Das sind 1,42, 6,50 ungefähr. Und
Gleichzeitig hier eine Art Flaggenbildung vorhanden. Wunderschön das erste Mal abgeprallt an dieser, das war hier unser 200er Weekly und 237er Weekly EMA. Hier sind wir abgeprallt. Und sollten wir das durchschießen und diese Art Flagge oder aufsteigende Trendlinie, dann haben wir hier ein schönes Short-Signal, möglicherweise bloß in dem Bereich dieses Lower Bollinger Bands im H4. Das deckt sich auch mit älteren Tiefs. Und ja, das sind, hier kann man einen Ausbruch traden, möglicherweise, das sind auch so die 50, 60 Pip. Kann man machen, wäre mir jetzt aber viel zu spekulativ. Ich würde dann auf einen Test warten dieser Linie. Da kann man dann beispielsweise ein Fibo anlegen, wenn es möglicherweise bis hierhin läuft. Und sich dann auch das entsprechende rauspicken. Zum Beispiel hier dieses 38,2er oder 50er Level. Da kommen dann auch im H4 der 200er und 237er. Wenn es davon wieder short abprallt, hätten wir hier ein schönes Szenario, um schon letztendlich vor dem Ausbruch aus der großen Daily Range drin zu sein. Stoppen könnte man dann ganz spekulativ über, könnte man sich hier kleine hochsuchen, beispielsweise über dem 237er im H4 oder, wer es sicherer mag, über diesem Level. Also über dem Double Top, das wäre dann, wenn man hier den Retest hat, ungefähr wären das hier auch so die 120, 130 Pip. Das ist manchen zu lang, okay. Dann sollte man vielleicht doch eher auf einen Bruch dieser Range warten und dann beispielsweise über diesen Bereich, über dem Weekly 200er stoppen. Da hat man da etwas weniger, 80 Pip, ja, 80 Pip. Kann man probieren. Wir haben hier auch in dem Bereich ein schönes Level. Ich muss es jetzt bloß nochmal finden. Auch ein Fibo-Level. Moment. Genau, wir hatten hier in dem Bereich des Double Tops, im Bereich des Double Tops, das 61,8er Retracement, diese Abwärtsbewegung. Das ist wunderschön, weil das 61,8er meistens zu Reaktionen führt, die gerade dann in Drehern sozusagen enden. Und hier haben wir das sogar zweimal berührt, sind zweimal short abgeprallt. Sollten wir hier long durchschießen, dann macht es erstmal keinen Sinn mehr, short zu gehen. Deswegen hier den SL legen, auf jeden Fall sinnvoll. Hier haben wir das 38,2er, hier hält es sich momentan auf. Ist eine schöne Gelegenheit, hier short auszubrechen und dann möglicherweise in den Bereich hier zu den 1,42 knapp. Ein bisschen drunter noch, hier nochmal hochzukommen. Hier haben wir auch alte Hochs. Wenn man das dann bei einem Test nochmal antesten könnte, könnte man hier schön stoppen mit 85 Pip, 90 Pip oder man gibt ihm halt noch mehr Luft. Alternativ, wenn wir letztendlich doch dieses Double Top noch einmal brechen sollten, dann würden wir möglicherweise sogar auch diese absteigende Trendlinie brechen. Und dann wäre für mich noch ein zweiter Short-Einstieg spekulativ, dass es sich um einen Long-Fail-Ausbruch handelt, hier oben an der oberen Range-Begrenzung, da hier auch der 200er Daily hinunterkommt und ja, wir wie gesagt diese obere Range-Begrenzung hatten. Hier könnte man noch enger stoppen, beispielsweise über, hier hat man ein schönes markantes Hoch, hier, nee, das war, ist zu hoch, das meinte ich nicht, über diese Range halt oder über den EMAs hier stoppen, kann man dann mit knappen 50 Pip, das ist auch auf jeden Fall appetitlich sieht es aus und wir haben hier das 78,6er Fibo Level, also auf jeden Fall auch eine schöne Möglichkeit zu shorten, beispielsweise könnte man sich hier eine Penning Order reinsetzen, falls man jetzt nicht den Nerv hat, jeden Tag in diesen Trade reinzuschauen, oder man setzt sich hier einen Alarm und geht dann manuell rein. Und für alle, die unbedingt den Long suchen oder den Long Scalp, bietet sich natürlich diese untere Range-Begrenzung an, um hier long zu gehen, beziehungsweise ein Buy hier momentan, hier könnte man auch kaufen
und auf einen Bruch dieses Double Tops spekulieren oder einfach nur einen kleinen Scalp sich suchen, hier so seine 80 Pip oder 150 Pip, das macht der Kleinvieh, macht auch Mist. Und ja, mehr bleibt eigentlich nicht zu sagen. Schauen wir uns alles nochmal an. Doch, dürfte alles klar sein. Wer Fragen dazu hat zu dem Setup, bitte über meine Homepage www.forexhome.de, über das Kontaktformular direkt mit mir aufnehmen oder ja, das wäre einfach die beste Möglichkeit, oder unter das YouTube-Video kommentieren. Das kann man auch machen, sehe ich aber leider nicht immer gleich, deswegen vielleicht lieber per Mail einfach fragen. Da kann man auch ein Bild als Anhang senden, wenn man das möchte, und sozusagen dann seine Fragen stellen, beziehungsweise ein bisschen detaillierter darstellen. Aber ich denke, es ist alles gesagt und ich wünsche viel Spaß und Erfolg dabei. Und der Peter sagt Tschüss.